Hey, meine Lieben, die Sonne ist so bombastisch draußen und ich war jetzt schon duschen. Ich habe sogar ein Video gedreht. So sieht's aus, wenn ich ein Video drehe. Es wird ein, was wird das für ein Video? Get ready with me, School Edition und Herbst Edition. Also School, Herbst Edition, School. Ja, School, Herbst Edition. Autumn, Autumn. Nein. Ja, falls euch interessiert, wie dieser Look geschminkt wurde, dann kann ich euch das Video in die Infobox verlinken, falls das schon online ist, weil das wird ein bisschen aufwendiger, deswegen freue ich mich mega drauf. Und ja, ich habe heute mega gute Laune. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe voll lang, naja, was heißt voll lang geschlafen? Ich bin um 7 Uhr schlafen gegangen gestern, weil ich ja gestern ja mega, also die Natascha war noch da und bla 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 und dann haben wir gequatscht und dann habe ich noch meine Videos vorbereitet, beziehungsweise meine neuen Videos für meinen Zweitkanal, die Tastic TV, wo ihr euch gerade drauf befindet, hochzuladen. Und ja, ich schaue jetzt mal das Feedback an. Feedback. Also, wir haben schon mega spät. Oh, ich habe keine Uhr dran. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich schaue mir gerade ein Video von der Julia an oder ich habe es mir angeschaut. Wir haben 16:18 Uhr. Und ja, heute müssen wir auch ein paar Sachen nehmen. Aber heute habe ich eigentlich sehr viel Freizeit. Das ist das Video. Schauen wir mal die Kommentare Ihr seht, habe ich eine neue Kamera und zwar die. an. Jo. Ich beantworte mal ein paar Kommentare. Ich bin sehr dankbar für eure Kommentare. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Und ich versuche echt auf so viele wie möglich einzugehen. Und ich gehe meistens immer auf die ersten 20, 30 als erstes ein. Und dann schaue ich abends halt nochmal und beantworte da ein paar Kommentare. Und euer Feedback ist echt gut. Und ja, das freut mich natürlich. ich muss mir jetzt irgendwie ein anderes Oberteil anziehen. Ich sehe gerade so aus. Also, ja, mit ein paar Schlüppchen aus dem Hotel. Aber sagt es keinem. ja, ich habe noch nicht gefrühstückt. Also ich bin heute echt produktiv gewesen. Also nein, schauen nochmal von vorne. Ich bin um 7 Uhr schlafen, bin um 12:30 Uhr aufgewacht, weil ich will nicht so lange schlafen. Ich bin ja schon vor spät schlafen gegangen. Aber ich habe ja eigentlich noch nachts was fabriziert, deswegen ist es nicht so schlimm. Und dann ja, bin ich jetzt duschen gegangen, einfach weil meine Haare ein bisschen fettig waren und so und das war nicht mehr so schön. Und jetzt habe ich mein Video gedreht. Ich mag den Look super gerne. Das ist jetzt auch so mein Alltagslook. Ja, ich habe mir sogar meine Nägel passend dazu lackiert. Alles wollte ich dann noch aufnehmen, die Videosequenz, welchen Nagellack ich dran habe. Aber ich kann es auch in die Infobox schreiben. Bei meinem neuen Video, das dann online kommen wird, worauf ich mich super freue. Meine Schwester hat gesagt, mega geiles Wetter draußen. Ich weiß aber nicht, was ich bei so einem Wetter anziehen soll. Aber ich muss. Ach ja, ich habe jetzt dann gearbeitet und ich war auch noch nicht frühstücken. Deswegen gehe ich dann erstmal frühstücken und dann gehe ich zu einer Freundin und bla. Und ja, da nehme ich euch natürlich mit. Oh nee, das sieht echt kacke aus. Oh, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Egal, wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin jetzt zu der Viva gefahren. Sie arbeitet heute und ich ja, chill jetzt mit ihr ein bisschen. Das geile Wetter ist so geil. Hast du die Viva? Ja, nee, ist ja egal. Ja, ich esse jetzt erstmal Cornflakes. Ich habe ja noch nicht gefrühstückt, habe ich euch ja gesagt. Ich habe mir jetzt einfach eine Cornflakes-Packung mitgenommen, Milch und ich habe jetzt eine Schüssel bekommen. Also mega cool. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm, gell? Ja, ich esse jetzt erstmal und wir chillen und keine Ahnung und guten Appetit würde ich jetzt mal sagen. Ich sitze hier immer noch mit Viva und Natascha. Die Viva räumt gerade auf und Natascha ist hier. Und ja, keine Ahnung, ich habe mir jetzt noch die Nägel lackiert in der Öffentlichkeit. Also nee, wir sitzen ja hier nur so. Und zwar habe ich den heute auch in meinem Get Ready Me benutzt und der heißt 180 Miss Velvet. Von Pitz Weiß, ein sehr herbstlicher Ton, falls ihr ihn euch zulegen wollt. Und ja, wir machen eigentlich nichts mehr viel. Wir machen eigentlich nicht mehr viel. Nichts mehr viel. Wir machen eigentlich nicht mehr viel und ja, genießen die Sonne noch. Die ist voll schön gerade. Schaut einmal den Himmel an. Voll hübsch, ne? Na, ich weiß gar nicht, ob ihr den so seht. Muss ich gleich ein Bild machen und meine Schwester schicken, weil die macht immer so Bilder von
Himmel. Und ja, bis dann. Wir sind jetzt spontan zum KFC gefahren, weil wir alle Hunger hatten und Natascha kann nicht so viel essen, weil sie so viele Allergien hat. Amen. Auf jeden Fall habe ich mir so ein Kids-Menü bestellt. Kannst du nehmen, danke. So ein Smecker und so. Und da ist die Kamera. Schau, da kannst du dich selber anschauen. Oh, cool. Ja, ich würde sagen, guten Appetit. Und haut rein, Leute. Ihr kennt diesen Platz schon, weil ich vor kurzem ja auch schon war. Also ich bin gerade bei meinem Freund. Meine Schwester kommt dann auch später, weil wir eine Speisekarte machen. Was ist los? Jemand hat mich heute auf meinem Zweitkanal gefragt. Du kannst die Vlogs ja mit deinem Freund machen. Der muss dich ja nicht zeigen, aber du kannst mit ihm reden. Er hat gesagt, nein. Auf jeden Fall ja, warte ich dann noch mit meiner Schwester und so und die Speisekarte muss gemacht werden und ich muss jetzt aber einen Blogpost verfassen, weil ich natürlich wieder fleißig für euch war und jetzt muss ich halt, ja, schaue ich halt mal gleich. Also ich arbeite jetzt noch wegen und so und bla und blub. Und ja, wir haben jetzt 20.55 Uhr. Und jo, die Nacht ist noch jung. Ich muss eigentlich, ich glaube, ich schneide heute noch voll viel, also bis die Nacht wahrscheinlich dann, weil es einfach so ist. Und ich freue mich jetzt erstmal auf meinen Blogpost. Also falls ihr mir noch nicht auf meinem Blog folgt, der heißt nietestig.de und dann gibt es ganz viele Outfit-Posts, genauso wie auf meinem zweiten Instagram-Account, Nies Blog. Und ja, das ist der Stand der Dinge gerade. Wir haben jetzt 1.18 Uhr. Ich habe was geleistet. Ich habe jetzt einen Blogpost verfasst. Den kann ich euch mal unten reinschreiben. Ich habe parallel an zwei Videos gearbeitet, die ihr dann sehen werdet. Und ich bin mega stolz auf das eine Video. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und es war so aufwendig. Was heißt so? Also es war schon aufwendig. Nicht so aufwendig, aber schon aufwendig. Also da gibt es voll viele Special-Effekte und so. Und das werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Falls ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, das solltet ihr euch anschauen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und es wird nichts mehr passieren. Wir haben ja schon 1.19 Uhr. Ich habe heute noch was gemacht. Ich habe nur noch ein paar Videos reingezogen und so. Also nichts Interessantes. Meine Schwester ist noch da und die stellt mit meinem Freund die Speisekarte und die wird dann morgen wahrscheinlich gedruckt und wenn sie dann fertig ist, dann werde ich sie euch auch zeigen, falls es euch interessiert. Also bin schon mega gespannt. Ich habe nur so Teile mitbekommen. Ja, ich bin auch gespannt auf das Design und bla. Und da nichts mehr Interessantes passieren wird, beende ich jetzt auch den Vlog. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns die Tage. Also morgen dann. Also nach die Tage halt, wann dann halt das nächste Video rauskommt. Und ja, adios amigos, ich hab euch lieb, gute Nacht und schlaft alle gut.